Herzlich willkommen zu einem neuen Thema. Heute geht es um die Elektromyographie. Wie immer fackeln wir nicht lange und wir fangen direkt an. Zunächst aber einmal ein Blick zurück. Ende des 18. Jahrhunderts entdeckte Galvani, dass Muskeln auf Elektrizität reagieren. Dabei glaubte er zunächst, eine neue Form der Elektrizität gefunden zu haben. Doch schon bald gab es den wissenschaftlichen Widerspruch. Graf Alessandro Volta schrieb, dass die von Galvani entdeckte Elektrizität die gleiche sei, die er entdeckt habe. Er verwirft Galvanis Theorie und sagt, es sei sinnlos, von tierischer Elektrizität zu sprechen, sonst könne man Voltas eigene Entdeckung auch metallische Elektrizität nennen. Die Entdeckungen reichen immer weiter und weiter. 1838 gelang es dem italienischen Neurophysiologen Carlo Matteucci, den elektrischen Strom im Muskel direkt zu messen. 11 Jahre später stellte der Elektrophysiologe Dubois-Raymond fest, dass in jeder lebenden Zelle ein Aktionsstrom herrscht. Kommen wir nun zur Definition der Elektromyographie. Diese bezeichnet eine Methode zur Messung elektrischer Signale, die durch Aktionspotenziale an Muskelfasermembranen erzeugt werden. Grob gesagt, damit misst man die Muskelaktivität. Was aber nun sind die Einflussfaktoren, die auf das EMG wirken? Die 5 wesentlichen Einflussfaktoren betreffen die Muskelanatomie, die Physiologie der Muskelfasermembran, die Eigenschaften der motorischen Einheiten, bewegungsbedingte Faktoren und physikalische und technische Faktoren. Was genau damit gemeint ist, könnt ihr in der rechten Spalte nachlesen. Wir beschäftigen uns nun näher mit folgendem Punkt. Es geht um Aktionspotenziale und deren De- bzw. Repolarisationsvorgänge. Lasst euch davon nicht abschrecken, denn es ist harmloser als es klingt. Das Ruhepotential im Zelleninnenraum beträgt ca. minus 80 bis minus 90 mV. Dementsprechend befinden sich verhältnismäßig mehr negativ geladene Ionen im Zelleninnenraum als außerhalb der Membran. Beim überschwelligen Reiz kommt es zur Veränderung des Ionengleichgewichts und damit des Ruhepotentials. Zum Zeitpunkt der Depolarisation strömen Natriumionen schlagartig in den Zelleninnenraum. Die Anzahl positiv geladener Ionen im Zelleninnenraum steigt über den Wert außerhalb der Membran und das Zellpotential wird positiv. Anschließend folgt die Repolarisation. Damit gemeint ist ein schlagartiger Ausstrom von Kaliumionen aus dem Zellinnenraum. Diese Polaritätsänderungen liefern das elektrische Signal, auf denen die EMG-Messung basiert. Welche Möglichkeiten gibt es nun, Muskelaktivitäten zu messen? Ein Meilenstein zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Erfindung von Nadelelektronen zur direkten Messung von Aktionspotenzialen. Heute findet die Nadelelektromyographie überwiegend Anwendung in klinischem Umfeld. Die Nadelelektromyographie stellt eine invasive Methode dar. Hier wird die Nadel durch die Haut in den Muskel in die Nähe von Muskelfasern gebracht. Diese Methode ermöglicht es, das Rekrutierungs- und Frequenzierungsverhalten einzelner motorischer Einheiten genauer zu untersuchen. Für sportwissenschaftliche Fragestellungen und für diagnostische Zwecke im Spitzen- und Leistungssport werden Oberflächenelektroden verwendet. Hier wird eine oder mehrere Elektroden auf die Haut über dem Muskelbauch appliziert. Ganz wichtig, im Gegensatz zur invasiven Methode untersucht die Oberflächenelektromyographie das Summenpotential möglichst aller motorischer Einheiten. Die Messung eines EMG-Signals kann mit einer Elektrode oder 2 Elektroden erfolgen. Auf diese Formel hier kommen wir gleich zurück. Wir sehen den räumlich-zeitlichen Verlauf des Aktionspotentials. Das Symbol I steht für die Stromquelle, welches die Depolarisation repräsentiert. Und minus I repräsentiert die Repolarisation. Stromquelle und Stromsenker haben den Abstand B zueinander. Die Abstände R1 und R2 bezeichnen die Distanzen zwischen Stromquelle zur Elektrode und Stromsenke zur Elektrode. Es ergibt sich folgender Ausdruck für das Membranpotential. Der griechische Buchstabe Delta ist eine Leitzahl für die elektrische Leitfähigkeit des Mediums. Das Nettopotential erhalten wir, indem wir beide Potenziale voneinander abziehen. Wir setzen einmal in die Formel den Abstand R1 und einmal den Abstand R2 ein. Die bipolare EMG-Messung verwendet 2 aktive Elektroden, welche in minimalem Abstand zueinander angebracht sind. Sie ist die häufigste EMG-Messanordnung. Hier wird die Differenz zwischen 2 benachbarten Elektroden berechnet. Dies entspricht der zeitlichen Ableitung des Signals aus einer einzelnen Elektrode. Je enger der Abstand der Elektroden zueinander, umso höher die Frequenzanteile. Sind die Elektroden 1 mm voneinander entfernt, so beträgt die Leistungsmittelfrequenz des Signals ca. 160 Hz. Erhöhen wir den Abstand der Elektroden zueinander, so verringert sich auch unsere Frequenz. Bei einem Abstand von 10 mm haben wir lediglich einen Frequenzanteil von ca. 50 Hz. Der Kurvenverlauf entspricht einer negativ exponentiellen Funktion.
Ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Ich will euch nicht weiter mit mathematischen Begrifflichkeiten quälen. Wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder.